bei C&A, meinem Lieblingsladen, gefühlt, weil wir hier jetzt Hoodies besorgen wollen, die wir bedrucken mit Sachen über Artikel 13. Und wie süß sind die Karnevalssachen, die die hier einfach haben? Ich meine, ein Kugelmonster-Kostüm. Aber danach wollten wir gar nicht gucken. Im Übrigen auch immer richtig schöne Unterwäsche da. Gucken wir gleich vielleicht auch nochmal. Obwohl das Einzige, was nicht so cool an dem C&A ist, ist der McDonald's hier drin. Das verstehe ich einfach nicht, ne? Aber sonst liebe ich diesen Laden. Oder willst du noch einen Big Mac zum Frühstück? Ich noch einen Big Mac zum Frühstück. 9:40 Uhr, perfekt. Ganz viele fragen immer, wie wir so Hoodies machen. Und wir haben uns dann immer so Designs überlegt. Das ist jetzt hier bei Illustrator drin. Da haben wir jetzt die Europasterne in schwarz. Und dann haben wir jetzt einfach noch so ein paar Tweets uns rausgesucht, die wir dann gerne auf die Pullis drucken wollen. Und jetzt gehen wir gleich zu unserer Lieblingsdruckerei und lassen das da drucken. So, weil wir Hoodies gleich abholen und nichts mehr rumtragen wollen, laufen jetzt auch einfach hier im T-Shirt durch Köln. Aber es geht voll, weil die Sonne scheint. Das ist jetzt mein Hoodie. Ich habe jetzt hier einfach ein Zitat von Felix oder ein Tweet. Dann haben wir hier Go Vote draufgeschrieben und auch die Europasterne, weil wie gesagt, ich finde es schon wichtig, wählen zu gehen, damit halt so Sachen nicht passieren. Aber ich liebe es. Mal schauen, vielleicht treffen wir ja irgendwelche anderen YouTuber noch. Das geht, hi. Okay, warum bist du heute hier am Demonstrieren? Ganz im Ernst eigentlich, weil ich dachte, dass die Petition schon was bringt. Ja. Aber man hat ja gesehen, dass, wie viele Leute haben unterschrieben? 4 Millionen, 4,5 Millionen? Ja. Und anscheinend hat es keinen gejuckt. Deswegen muss man, glaube ich, einfach auf die Straße gehen und ein bisschen seine Meinung kundtun. Ja, vor allem habe ich heute Morgen sogar noch Tweets gesehen von einigen Abgeordneten, wo ich mir einfach auch dachte, Alter, was ist falsch mit euch? Sagen die einfach nur so, ja, wir bekommen ganz viele Mails von Fake-Google-Accounts. Von Gmail, ja. Von Gmail-Accounts. Ich denke so, Alter, was, wenn einfach die Leute Gmail nutzen? Wahrscheinlich sind auch die ganzen Views gekauft. Ich bin heute hier, weil es um das freie Internet geht, weil es um das Medium geht, was uns alle verbindet. Und das soll eingeschränkt werden. All diese Kommunikation, die möglich ist, das ganze Wissen, was wir im Internet haben, das wäre alles nicht möglich gewesen, hätte es von Anfang an sowas wie Artikel 13 gegeben. Und deswegen müssen wir uns nicht nur irgendwie im Internet äußern, sondern eben auch hier im realen Leben auf einer Demo unsere Stimme äußern. Du hast ein Schild gemacht. Ja, weil ich die Auflagen einfach ziemlich übertrieben finde. Und also klar, Urheberrecht ist schön und gut, aber man muss es nicht übertreiben. Und ich denke, jeder sollte trotzdem auch eine freie Art haben, sich zu entfalten. Also ich finde es halt wichtig, dass man nicht nur im Internet was dagegen sagt, sondern halt auch auf die Straße geht und Leuten zeigt, dass ich es halt wirklich scheiße finde und nicht nur unter irgendwelchen Icons verschenken halt im Internet. Oder dein. Hast du gut gemacht, Jan? Das hast du gut gemacht. Musik, das hören wir meistens mal beim Fotos machen, irgendwie Karnevalsmusik, afrikanische Musik oder Deutschrap. Ich bin jetzt gerade hier noch so komplett weiß angezogen und wir machen jetzt noch so ein paar Porträtbilder und dann müssen wir noch schneiden und dann war heute hoffentlich ein wieder produktiver Tag. Ich wette auch ganz viele Politiker haben nicht nur von E-Mail Nachricht bekommen, sondern das ist mir Aber wir spreaden die Message auch im Supermarkt. Ich schüttel mit. Shake it, baby. Also, gar nicht so like. Damit wir wieder fit werden. Nach diesem harten Tag. Ja, für unsere nächste Stößchen. Reise. Übelst lecker, oder? Aber schon krass. Gott. Ich wollte den Vlog jetzt noch mal anständig beenden. Ich war gestern einfach richtig K.O. Ich habe mir noch was zu essen bestellt, gemerkt, dass ich doch noch nicht alles vertrage. Und dann bin ich einfach müde ins Bett gefallen. Und jetzt muss ich noch meinen Koffer packen und gleich kommen meine Eltern auch noch vorbei. Und die sind immer so, sie sagen, sie kommen um 10 und dann sind sie schon um 9.30 Uhr da. Aber gestern war einfach so ein unglaublich schöner Tag. Also mich hat das erstens richtig gefreut, auch die ganzen YouTuber mal wieder zu sehen. Also Victor von Alblali zum Beispiel, Luca oder Felix, aber auch ganz viele andere einfach. Ich hatte auf jeden Fall eine richtig tolle Zeit und fand es schön, diese Bewegung zu sehen. Ich meine, wir waren zwar demonstrieren, aber es war unglaublich friedlich. Und ich finde die aktuellen Zeiten halt auch so spannend, auch wenn man über die Fridays for Future denkt, dass so viele junge Leute wirklich auf die Straße gehen, sich für Dinge einsetzen
und halt auch zeigen, dass was nicht okay ist, was in der Politik passiert. Denn wie gesagt, es geht ja auch um unsere Zukunft und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir zum Beispiel jetzt die Europawahlen, die Ende Mai stattfinden, ernst nehmen und da wirklich wählen gehen, damit einfach am Ende Leute im Parlament sitzen, die ja die Dinge repräsentieren, die für uns wichtig sind und nicht vielleicht für ältere Leute oder dass irgendwelche Leute was bestimmen, von dem sie gar nicht so eine Ahnung haben. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal so ein sehr guter Weckruf, wirklich wählen zu gehen und ja, sich einfach für die Dinge einzusetzen, die einem wichtig sind und dass man das dann auch nutzt, dass man Aufmerksamkeit auch durch eine Demonstration generiert und dann auch nochmal mit den Leuten in einen Dialog tritt. Also ich bin Ende Februar auch nochmal im Europaparlament und ich würde unglaublich gerne auch da nochmal mit ein paar Parlamentariern sprechen. Ich werde da auch nochmal ein paar anschreiben, um mit denen zu diskutieren und ich hoffe wirklich, dass dieser Gesetzesentwurf zu Artikel 13, der jetzt ja final ist, dann bei der finalen Abstimmung Ende April keine Mehrheit bekommt, weil ich wüsste nicht, wie ich mir das Internet mit so einem Gesetz vorstellen soll und dann hat man auf jeden Fall nicht mehr diese ganzen Freiheiten, die mir zum Beispiel auch meinen Job ermöglicht haben und ich liebe einfach das, was ich tun kann. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, sich für so Dinge auch einzusetzen und auch dafür rauszugehen. Und wie gesagt, man kann das ja auch einfach friedlich machen und mit ganz viel Herzblut. Da bin ich auch nochmal unglaublich dankbar, dass ich so jemanden wie Lea an meiner Seite habe, die auch immer so viele Ideen hat und mit mir Hoodies druckt und diese ganzen Sachen. Und wir sind auch übrigens dran, nochmal wegen Europa-Hoodies. Also wir machen uns wirklich Gedanken zu den ganzen Themen, weil wir das einfach lieben und uns das so viel Spaß macht. Und ja, das war es eigentlich mit dem Vlog. Mich würde eure Meinung mal interessieren zum Thema Artikel 13, zum Thema Demonstrieren gehen und Fridays for Future. Also vielleicht war jemand von euch auch schon mal zu dem Thema Demonstrieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Und ein neuer Podcast sollte heute jetzt auch mal wieder online gegangen sein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!